Hallo Freunde und willkommen zurück zu Darksiders 3. Ich habe zwischen den beiden Folgen jetzt einerseits mich wieder hier hingeprügelt, andererseits das alles angedreht. Das hatte ich nämlich vergessen, das wollte ich eigentlich auch schon für Montag gemacht haben. Ja, mal gucken, ob wir den Typen hier jetzt platt kriegen. Komm einfach mal weg. Ich meine, notfalls kann ich immer noch die Dingens zünden, aber das möchte ich eigentlich nicht. Kann ich dich eigentlich hier reinlocken? Kann ich. Okay. Get cheesed, Bitch. War einfach. Sollte ich mir merken, dass man sowas machen kann. Und dass das scheinbar ein Insta-Kill ist. Okay. Wow. Ist echt ein Talent, darin daneben zu haben. Okay, und auch ähnlich wie in Darksiders 1 wieder. Es gibt Statuen mit Schwertern und manchmal muss man diese Schwerter finden und zu den Statuen. Die Frage ist, kämpft Fury dann auch mit den Schwertern? Weil Krieg hat ja dann die Schwerter gewechselt. Er hat dann ja mit diesen Schwertern zugeschlagen, statt mit Chaos besser. So. Ja, schon ganz schön viele Seelen. Ich glaube nicht, dass ich da schon lang kann. Der ist ja assi. Nice, Heilungsfragment. Das kann ich gut gebrauchen. Rasereifragment. Löcherfragment. Oh. Okay, da kommen wir also noch nicht lang. Die Frage ist dann, wo kriegen wir das Schwert her? Ich müsste eigentlich doch irgendwie hier reinkommen. Ham, ham, ham. Da müssen wir mal kurz überlegen. Weil wir brauchen auf jeden Fall so ein Schwert, müssen es der Statue geben. Mal gucken. Okay, das ist zu hoch. Habe ich hier? Ah, ich habe da einfach was übersehen. Okay. Gut. Dann geht's doch hier lang. Nö, das ist schon wieder so ein dicker Typ. Und da ist ein Bogenschütze bei. Möchte das nicht. So. Ich glaube fast, ich sollte einfach. Wobei, das ist nicht wieder so ein Typ wie gerade eben. Nein.
Oh, ist auch noch ein Bogenschütze. Dann würde ich mich eigentlich flachsen. Da, ich dash mich hier nur durch. Das war doch schon ein bisschen. Solche dafür Dinge kaputt machen. Ich wüsste doch, dass in irgendeinem von diesen Sachen dann irgendwas drin sein muss. So. Ah, okay, da müssen wir dann runter. Gehe ich von aus. Weil wir können ja Gegner laufen. Macht der guten Fury ja glücklicherweise nichts. Ich mag es nicht, wenn Gegner unerreichbar sind. Ich wollte gerade sagen, da stürze ich mir nur den Kopf. Seite war ja noch so ein großer Seelenkönig. Ja, den. Aha. Also auch nichts mehr. Okay. Weil ich zumindest noch mal gucken möchte. Ja, da kann ich zumindest noch was kaputt machen. Kannst hier sogar noch weiter hoch. Als ob es dann hier nicht irgendwo noch ein Secret gibt. Ein Item. Ach, und noch ein Gegner. Guten Tag, Mister. Aha. Mal einer an. Dämonenartefakte. Artefakte können benutzt werden, um Waffenverbesserungen zu verstärken. Oh, nice. Na, guck mal einer. Schau. So, da hinten ist noch ein Sarkophag zum Zerschmettern. Da ist noch ein Sarkophag zum Zerschmettern. Spartsplitter, sehr schön. Da ist noch einer. Ja, ich gehe hier gerade dezent unorganisiert vor. Es gibt aber zumindest scheinbar keinen Fallschaden, das finde ich schon gut. Ich kann nicht mit Fallschaden. Also ich kann schon mit Fallschaden, aber ich mag Fallschaden nicht. Keiner mag Fallschaden. Sind wir mal ehrlich. So. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine sehr ergiebige, ein sehr ergiebiger kleiner Ort. Was ist das da oben? Dornenfragment. Was ist das denn?
gibt ein angenehmes Summen von sich, das nur der Nutzer hören kann. Erzeugt eine schneidende Aura, die einen Teil des erlittenen Schadens zurück auf die Angreifer reflektiert. Ja gut, das... Irgendwie habe ich es mir schon gedacht, weil Dorn in Videospielen sind halt eigentlich immer genau das. Aber... da werde ich definitiv nicht drauf spielen. Es sei denn, es gibt einen Gegner, der so gering eine AOE-Aura im Schaden hat, dass sich das lohnen würde. Weil sonst bringt uns das doch nicht wenig. So. So geht das. Ja, wir kämpfen jetzt mit dem Schwert. Nice. Gefällt mir. So, Holgrim, ich hab Seelen für dich. Sei gegrün. Das wird uns das. Spaß machen. Zweimal kriegst du auf jeden Fall. So, Level 10. Wie du lass dir Zeit. Ich wusste, du kannst nicht widerstehen. Ah, die werden also immer teurer mit der Zeit. Ja gut, macht ja Sinn. Diamantspartsplitter. Kristalle Echozeichen. Ah, guck mal. 10% Chance, Wahrscheinlichkeit, dass die Waffe beim Töten eines Gegners Zorn generiert, plus 10% Zornbelohnung von Zornwolken. Und den Verjüngungskern. Den sollten wir uns trotzdem irgendwann mal holen. Wie du willst. Erstmal. Oh, sorge dafür, dass sie schreien, Reiter. Ich hoffe, ja. Wir sollten uns nicht rein von Mr. Ich nehme deine Seele und gebe dafür Attributspunkte, die ich noch nicht ausgegeben habe, ablenken lassen. Schaden geht beim nächsten Mal wieder hoch. So, kommen wir auf 5000 Seelen. 1000. Boah, ich habe doch keinen Taschenrechner zu haben, Leute. Das sind 2000, 3000. 775. Das sind 750 und nochmal 225. Also wir kommen auf jeden Fall da drauf. So, zerschmettern wir dich, zerschmettern wir die. So. Das, davon noch zwei. So. Womit kann dir ich, wie ja, du, lass dir Zeit. Ich hoffe mal, dass das Ding auch einfach dauerhaft aktiv ist. Eine kluge, wie du willst. Oh. Dann müssen wir es jetzt ausrüsten. Das wäre halt Käse. Nee? Müssen wir nicht. Das ist einfach sorge passiv dafür, aktiv. Dass sie schreien, Reiter. Ja, jetzt haben wir gar keine Gegner mehr, die wir mit dem Schwert platt machen können. Ist doch doof. Schön. Ich würde trotzdem mal zwischendurch gerne mal die Flammenwaffe deaktivieren können. Also, insgesamt drei Schwerter. Anscheinend. Es sind immer drei, nicht wahr? Wie? Drei Schlüssel, drei Steine, drei Schwerter. Ziemlich vorhersehbar, findest du nicht? Bist du noch bei Verstand? Natürlich. Ich mag es nur nicht, wenn der Schöpfer es sich zu leicht macht. Wer mag das schon? So, ich befürchte mal fast, den Typen da unten kann ich nicht in die Lava locken, beziehungsweise wenn, dann bringt das nichts. Ich habe hier oben aber noch einen von den übel... Ich hau dich mit zwei Schlägen kaputt. Skeletten gesehen. Aber erstmal... Geh mal diesen Weg hier lang. Dann ist noch nicht mal was drin. Ich muss doch meiner Zerstörung suchen. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Komplett nein. Ja.
Okay, das hat uns zumindest kaum Schaden gemacht. Das ist nicht euer Scheiß Ernst, oder? Hinter dir. Das hätte ganz schnell ganz böse schief gehen können. Möchte ich nur mal anmerken. Und was haben wir denn hier? Ein Ausguck. Toll. Hier bringt mir jetzt genau was. Ach ja, gar nichts. Vielleicht wird er später noch relevant, weil hier sind so. Es könnte aber auch einfach nur Level-Design sein. Ich hätte gerne eine Fernkampfwaffe. Ich glaube nicht, dass ich mich mit dem Typen anlegen will. Weil ich hab die Chaos gestalten. Na komm. Ich weiß, dass es an sich ist, ist eigentlich voll Verschwendung. Zumal der dicke Typ da hinten da ist, aber. Den haben wir jetzt erstmal ausgeschaltet. Ich hätte ihn einfach hier in die Lava locken sollen. Verdammt! Weil bei meinem Glück wird er einfach mit hinterher durchmarschiert und dem wäre nichts passiert. Wie gesagt, der Typ da auf jeden Fall, da brauche ich gar nichts versuchen mit der Lava. Der sieht schon so feurig aus, aber hier ist eine Vulkanstation. Ne, doch nicht. Das ist nur so ein Schalter, den ich drauf treten muss. Schade. Schön. Das ist ein Fragment. Die nehme ich immer sehr, sehr gerne an. Da möchte ich hin. Da ist ein Item. Na, wenn das mal nicht nach einem Kampf aussieht. Da ist auch noch ein Item. Da sind hier überall Items, an die ich nicht rankomme. Das ist quasi. Au! Arschloch. Ruhe. Ups. Yep. Krieg ich einen Sack. Wir regenerieren viel zu langsam, viel zu selten unsere Heilungsfragmente. Da können wir lang springen. Schwingen. Lass das doch mit meinem geilen scheiß Messerchen. So. Die Mannspartsplitter müssen echt demnächst mal zurück zu Vulkan, zu Ultan.
das da oben? Okay, aber ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Das Ding hier anzünden, das explodiert dann nämlich gleich die... Das liegt da hoffentlich. Ja. Das explodiert und zündet das an, ja. So habe ich es mir gedacht. Das ist doch schön. Schon wieder so einer von den Dicken. Das ist doch nicht cool, Leute. Wohin? Ich hab grad keine Zeit. Perfekt. So, das. Der Vorteil ist halt, dass er dann auf den Boden geschmettert wurde. Durch den Angriff. Ja, mit dem, wenn ich das mit dem Sekundärangriff mache, also damit ein perfektes Ausweichen hinlege, dann brennt der und kriegt noch einen Schaden. Aber, ein Engelsartefakt. Was mich noch ein bisschen stört, Fury scheint nur bedingt Air Juggles zu haben. Also im Sinne von, dass sie nicht so viele Sachen in der Luft hat. Also ich habe zumindest nur einen Angriff bisher gesehen, mit dem wir einen Gegner in die Luft schleudern können. Das ist halt diese Uppercut nach dem Band ziehen. Und das funktioniert auch, denke ich mal, nicht bei allen Gegnern. Das ist so ein Zorn oder so. Ich meine, okay, so ein Zorn hätten wir auch in Darksiders 1 und 2 nicht in der Luft juggeln können, aber... Dup, 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 dup. Bin drin. Ich habe übrigens vollkommen die Orientierung verloren. Aber wir haben das Schwert gefunden. Aufmachen, schön. Gut, dann würde ich vorschlagen, geben wir jetzt noch schnell das Schwertchen ab. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns dann mit dem Typen prügeln. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe auch, der Sound ist jetzt in Ordnung. Ich werde jetzt gleich mal ein bisschen reinhören. Und dann sehen wir uns, ja. Morgen wieder zu Darksiders 3. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.